meine erste Stute war die Grazia, wie ich in das Gestüt gekommen bin. Die ist mittlerweile jetzt 22 Jahre alt. Und das ist natürlich immer noch mehr Herz dabei, wenn das der erste Lipizzaner war, wenn man in Berührung kommt. Und da haben wir vor 2 Jahren das Problem gehabt. Der hat kurz vor der Geburt eine schwere Kolik gehabt. Der hat eine Not-OP machen müssen. Und der ist wirklich auf der Kippe gestanden zwischen Leben und Tod. Dann hat es geheißen, wir müssen sie nur schonen, immer spazieren gehen. Und da war ich in der Früh und später am Abend bin ich immer eine Runde mit ihr gegangen. Und vor allem, man spricht mit den Pferden fast wie mit Menschen. Also wie ich da Zeit gehabt habe, spazieren zu gehen, dann habe ich mit ihr gesprochen. Und dann sind wir bei den ersten Stuten mit Fohlen vorbeigegangen und habe gesagt, Grazia, das ist jetzt dein letztes Fohlen, dann gehst du in Rente und du darfst am Gestüt verbleiben und bei mir bleiben. Und wie sie das verstanden hätte am nächsten Tag, in der Früh haben sie mich angerufen. Sie ist schon ganz unruhig, sie schwitzt und es geht los. Da bin ich natürlich schnell hergefahren und wie ich reingehe in den Stall und zum Sprechen anfange, war wie eine Erleichterung, da ist das Wasser gebrochen. Dann hat sie sich einen Platz gesucht, ist zu Boden gegangen, hat sich hingelegt und hat wirklich gewartet, bis sie hinten die Haut löse und dann mithelfe, bis die Beine da waren. Und dann habe ich bei den Vorderbeinen ein bisschen mitgezogen in der Wehe. Und sie hat immer wieder aufgeschaut, zurückgeschaut, auf den Bauch geschaut. Und dann war eigentlich sehr unkompliziert das Stutfallen da. Und die Stute ist sehr schnell aufgestanden und hat das Fohlen abgeschleckt und ich habe es dann trocken gerieben und Fohlen ist auch in einer halben Stunde gestanden und hat zum Trinken begonnen und dann waren wir eigentlich überglücklich, dass alles so funktioniert hat. Und man hat direkt auch bei der Stute gesehen, dass sie erleichtert war und dankbar, dass alles so gut gegangen ist. Der Stuten geht es jetzt sehr gut, die ist jetzt auch zurzeit auf der Alm. Und was ganz Besonderes ist, sie ist jetzt das Leittier auf der Brendelalm. Sie trägt jetzt die Glocke. Die hat jetzt den zweiten Frühling. Sie ist vom Gesundheitszustand also top und blüht richtig auf der Alm. Ich habe einen ähnlichen Werdegang. Ich habe im Gestüt fast jede Position durchgemacht, also vom Pfleger bis Pferdeausbildung. Wie die Stute selbst, die Stute ist ja auch jung und unerfahren bei uns aufgewachsen, dann ist sie Remontenausbildung gekommen und jetzt ist sie das Leittier. Also ich bin ja gleich wie die Stute als Remonte ins Gestüt gekommen und bin jetzt ein Leittier der Gestützleiter.